Seit er 3 Jahre alt war, ist Kevin Lötscher auf der Schleifschuh gestanden und hat Eishockey gespielt. Eishockey war sein absolutes Leben. Und die Leidenschaft die hat auch ja, dorthin geführt, dass er bei namhaften Clubs wie Lausanne, Langnau, Fisch, Psier, Biel und am Schluss auch beim SC Bern gespielt hat. Einen absoluten Höhepunkt hatte er 2011, als er mit der Schweizer A-Nazi auf Kosice reisen und an der WM mitspielen konnte. Und am 9. Mai 2011 hat er gegen die USA beim 5:2-Sieg der Schweiz 2 Goal geschossen. Eine unglaubliche Geschichte. Ein Moment, wo man sagt, hey, wow, alle Türen auf. Und dann ist der 14. Mai gekommen. Kevin war wieder daheim und ein Abend, ein Unfall hat sein Leben absolut verändert. Hat zu einer 360-Grad-Drehung geführt. Und Kevin, danke vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst, dass wir über deine Geschichte dürfen reden. Wir reden aber auch darüber, was machst du heute? Was ist heute auch deine tiefe Sinnhaftigkeit von dem, was du machst? Und ich möchte aber gerne mal ganz vorne anfangen, mit 2011, Kevin. Du bist absolut auf einem Top-Weg gsi, super Moment an der WM und dann ist der 14. Mai, der alles verändert hat. Was ist da genau passiert? Zuerst mal hallo Sascha, vielen Dank, dass ich bei dir darf sein. Ja, der 14. Mai, das war ein harter Brocken für mich in so einem Nachhinein. Aber euer Wegweis und für mein Leben und ja, ich sage immer, everything happens for a reason. Also alles passiert ist um einen Grund. Und ich glaube, das Leben hat noch irgendetwas Besseres für mich bereit. Und auf dem arbeite ich heute. Aber vielleicht zum Zurückkommen, der 14. Mai ist passiert. Aber vorher war natürlich eine grandiose Geschichte. Also eben mit, an die WM gehen und nicht wirklich recht unerwartet für mich. Und nachher wirklich da mit grossen Spielern wie Seger, Rüdemann, Blüss, Gardner. Es gibt unzählige, da kann ein Teil von der Mannschaft sein und als Jungfuchs eigentlich. Mhm. Und das ist eine unglaubliche Erinnerung für mich. Mhm. Also der Traum ist wahr geworden. Die Türen sind ja glaube auch in Richtung NHL langsam sogar aufgegangen, gell, nach dieser WM. Ich glaube, erste Gespräche haben stattgefunden. Und wir gehen gleich noch eins zurück oder erzählen, was ist denn genau passiert? Was ist am 14. Mai? Was ist passiert? Wir sind natürlich, am 9. Mai habe ich 2 Goal gegen Amerika geschossen. Das ist natürlich wenn ich es auf YouTube sehe ich schon, dass ich das bin. Ich habe eigentlich ein Loch von etwa 8 Wochen, wieso ein bisschen später. Aber ich bin daheim ins Wallis gegangen und bei meiner Familie zu Nacht gegessen, bei meinen Schulfreunden das ein bisschen begiessen, würde ich jetzt mal sagen, das Papier reichen. Mhm. Und ja, weiss es, natürlich auch gerne am Wallis, das ist klar. es war ein lustiger Abend und am Morgen irgendwie um 4 Uhr, sind wir heimgelaufen und auf dem Trottoir gewesen, und da ist eine alkoholisierte Frau, hat mich eigentlich angefahren mit 85 Stundenkilometern und ich bin nachher 30 Meter geflogen auf den Kopfkit. Und direkt das Bewusstsein verloren. Und dann für 2 Wochen im Kühlschrank-Koma gewesen. Zuerst noch in Sion und nachher bin ich weiter ins Insel. Und die Diagnose war ein schwerer Hirntrauma. Und das war ziemlich so. Das war harte Post. Mhm. Und wenn hast du selber das erste Mal realisiert, was da passiert ist? Ja, wirklich realisiert, oder?
zwei Wochen Koma und nachher die ersten sechs, sieben Wochen bin ich einfach auf einer Matratze und am Boden. Ich kann nicht noch reden, ich kann noch laufen. Ich bin flüssig ernährt worden, habe Pampersack. Also es ist wirklich, ja, bist fast wie ein Neugeborenes, sagen Sie mal. Mhm. Ich bin dann nachher ab und zu mit dem Rollstuhl raus, frische Luft, und dann ist alles so ein bisschen angefangen zurückgekommen. Und ja, ist natürlich auch, ja, aber ich hatte zum Beispiel das Glück gehabt, dass meine Family jeden Tag ist da gewesen. Mhm. Also, ob jetzt Mütter, Vater, Brüder oder Partner von den Eltern, es ist immer jemand da gewesen. Also ich bin nie allein gewesen. Mhm. Dann haben wir natürlich auch Gespräche geführt und dann ist es immer so Schritt für Schritt, ist es ein bisschen zurückgekommen. Aber das erste Mal, ja, vielleicht, was soll ich jetzt sagen, von der Zeit her ist es schwierig, vielleicht nach sieben, acht Wochen nach dem Unfall habe ich vielleicht das erste Mal ein bisschen realisiert, was passiert ist. Und gell, du hast mir ja mal in einem anderen Gespräch gesagt, du hast einfach unbedingt wieder zurück aufs Eis wollen. Und für das hast du ja auch gekämpft, oder? Ja, also aber ich habe nachher eigentlich im Spital, in meiner Reha, Zeit im Anna-Seiler-Haus von 3 Monaten habe ich eigentlich, ich habe natürlich erstens einmal so viel gegessen wie kein anderer, oder? Ich habe 95 Kilo gehabt, ja, wenn ich mitgeliefert habe. Und wenn ich aufgewacht bin, habe ich 76 Kilo gehabt. Also ich habe 19 Kilo Muskelmasse verloren. Okay. Und ich habe nachher aber immer, wie ich gesagt habe, Mütter, Vater, Brüder, die sind immer, ich habe sogar Gordon Bleu bekommen, Sushi. Wenn der Bruder kam, hat es meistens McDonald's gegeben. und dazu natürlich noch das Essen vom Spital. Mhm. Also ich habe sehr viel gegessen und habe wirklich gute Fortschritte gemacht. Habe viel können schlafen, mhm, habe nie wirklich Kopfschmerzen gehabt. Mhm. Also, ja. Es war super gewesen. Und irgendwann sind die Ärzte gekommen und haben gesagt, ja, ich erhole mich gut und ich mache heute täglich Fortschritte. Hockeyspieler sollte irgendwann wieder möglich sein. Und ich habe dann nicht wirklich ans Hockey gedacht. Mhm. Für mich war es einfach wichtig, mal wieder gesund zu werden und ein gutes Leben zu führen. Mhm. Und ja, nach dem Gespräch, ich habe natürlich nur verstanden, okay und wieder möglich. Mhm. Das hat mir so ein bisschen ein Ziel gegeben, wieder, sage ich jetzt. Mhm. Und von dann an, ich habe im Spital schon, wenn ich mich zurück erinnere, ist lustig, ich habe einfach 100 Liegestütze gemacht am Tag. Mhm. Und 100 Rumpfbeugen und einfach zwischendrin, wenn niemand da war, habe ich schnell ein paar Rumpfbeugen gemacht. Und ja, es ist lustig, das ist mir jetzt gerade erst wieder in den Sinn gekommen. Also, aber es hat sich dann wieder um das Hockey gedreht und das ist auch meine grosse Liebe gewesen, seit ich 3 bin. Mhm. Also eigentlich während 20 Jahren ist es tagtäglich um Hockey gegangen und alles hat sich nach Hockey gedreht. Und darum ist für mich eigentlich, das ist so ein bisschen ein Servierter gewesen. Definitiv. Und du bist ja auch wieder zurückgekommen. Du hast ja einen Vertrag gehabt mit dem SC Bern. Bist du dann auch noch mit dem SC Bern Meister geworden, hast weitergespielt. Irgendwann ist aber auch der Punkt gekommen, wo du dich dann entschieden hast oder hast müssen entscheiden, das ist es nicht mehr. Was ist das für ein Moment? Man redet immer so ein bisschen von einem Magic Moment, wo man irgendwie auch wirklich so wegweisende Entscheidungen trifft. Dann hast du gemerkt, dass es nicht mehr das ist, wo du oder nicht mehr das Eishockey, oder du auch vielleicht nicht mehr der Kevin auf der Kufe bist, wo du warst vor dem Unfall.
Ja, also aber ich hole jetzt schnell mit süß. Ich habe natürlich angefangen auf dem Eis, habe zuerst sehr viel Therapie und Spezialisten gesehen in der ganzen Schweiz. Ich war in Amerika und ich habe wirklich alles probiert, um wieder meine Träume zu leben. Mhm. Nachher auch mit 24 Junioren gespielt. Bin nachher in Nazi B. Bin Nazi A zurückgekommen, alles gut. Und dann bin ich von der Nazi A wieder eigentlich in Nazi B transferiert worden, weil ich einfach. Also ich bin jetzt auch körperlich bin ich super zu weit gewesen, aber halt mein Kopf ist zu langsam gewesen. Und mit einem langsamen Kopf, ja, wenn, oder das ist natürlich dann her gewesen, es ist die Realität. Du läufst einfach nicht mehr. Und das hat natürlich auf eine Art auch weh gemacht. Ich bin nachher in Nazi B wieder transferiert worden und habe ein paar Matches gespielt in der Nazi B. Und dann hat sich auch meine Persönlichkeit hat sich verändert. Mhm. Normalerweise bin ich gesellig und lustig und habe gerne Leute um mich und unternehme gerne etwas. Und, ja, ich habe Jura gespielt in Aschau am Schluss und habe einfach gemerkt, hey, ich bin gerne allein, ich bin viel traurig, es ist nicht mehr, Hockey ist, ja, das ist da. Oder wenn ich vorher Hockey gespielt habe, da habe ich Entscheidungen getroffen, da habe ich das Spiel beeinflusst, da habe ich etwas können machen dabei und habe Verantwortung übernommen. Und nachher in der Nazi B bin ich eigentlich nur noch so, ja, so eine, nicht gerade eine Pausenfigur, aber ich bin einfach da, habe dritte Linie gespielt und Bögen über die blaue Linie und Bögen wieder den Brie und wechseln und ich bin nicht produktiv gewesen und das hat mich nicht frei gemacht. Ich habe nicht mehr die Rolle können spielen, wo ich früher gespielt habe. Mhm. Und es ist für mich einfach, ich habe irgendwann gemerkt, hey, ich bin nicht glücklich. Mhm. Also entweder du spielst Hockey, was du eigentlich liebst, oder du bist glücklich. Mhm. Aber wenn du Hockey spielst, bist du nicht glücklich. Mhm. Und das ist sehr ein schwieriger Entscheid für mich, zu sagen, hey, weißt du was, ich mache Schluss mit meiner Freundin, die ich seit 20, 25 Jahren mal hatte. Ja. Und ja, das ist schwierig gewesen, ja, definitiv. Also wirklich dann einfach auch zu sagen, also ich finde es eigentlich noch beeindruckend, auch eben, spiele ich Hockey oder werde ich glücklich? Also es klingt so auch, eben, du sagst jetzt eben, ich mache Schluss mit der Freundin, es ist jetzt wie eine so eine Zweck-Ehe, so eine erzwungene Ehe, wo du vielleicht eine Zeit lang darin gelebt hast, versucht, die wieder glücklich zu machen und dann irgendwann wirklich müssen sagen, es wird nicht mehr glücklich, ich kann nicht mehr glücklich werden. Und erzähl mal, dann hast du entschieden, ich beende die Beziehung, wie du es vorher so schön gesagt hast. Was hast du denn gemacht? Ja, was habe ich gemacht? Ich habe am Abend durch einen damaligen Freund, der verantwortlich war für die Nationalmannschaft, für die ganze Presse und so, an dem abgeleitet und gesagt, hey, hilf mir. Mhm. Ich will eine Pressekommunikation machen, die sagt, dass der Lötscher einfällt. Und haben mit dem telefoniert, etwa zwei Stunden. Und der andere Tag ist das rausgekommen. Und ich bin jetzt auch schon in die Kabine gefahren und habe meine Taschen gepackt, bin heim ins Wallis gegangen. Mich verabschiedet von allen natürlich und viel Glück gewünscht. Und ja, das war für mich so eine neue Etappe gewesen. Und ich bin auch heim zu meiner Familie. Oder wo geht man, wenn es einem schlecht geht? Oder wenn man verloren ist? So dann noch Leute, wo man gerne hat, oder? Mhm. Und bei meiner Family gesehen und war nachher vom Jura in Wallis auf der Fahrt über 50 Anrufe von der Presse bekommen und ich habe einfach einen Weg müssen. Ich habe irgendwie müssen Distanz gewinnen zu dem ganzen Hockey-Zirkus. ja, und habe natürlich Liebeskummer gehabt, gell? Ich meine, also Liebeskummer, aber jetzt, wenn wir reden von Freundinnen, ja, habe ich Liebeskummer gehabt. Ja, habe einfach einen Weg müssen und bin dann für drei Wochen nur auf Südafrika
in Kapstadt und ein bisschen den Kopf lesen, sagen wir Walliser. Mhm. Und ja, das war nachher eigentlich eine gute Zeit. Mhm. Ich habe das wirklich gut getan. Mhm. Und ich habe ja, klar, ich habe einen Moment in Südafrika, wo ich mir so gesagt habe, hey, und was jetzt? Was ist der nächste Schritt, oder? Und weil ja, ich bin 26 und ich habe alles irgendwie verloren, wo mir wichtig war. Ja. Meine ganzen Tagesabläufe und die Sachen, die mir frei machen. Und, das ist alles weg gewesen. Mein Umfeld, sie sind alles Hockeyspieler gewesen. Also grosse Lehre auch, viele Fragezeichen, die du dann irgendwie mit heim gebracht hast. Ja, extrem viel Lehre. Weil, aber ich habe mein ganzes Leben ist um das Hockey aufgebaut. Mhm. Also, wenn ich das Hockey ist mein Zentralpunkt gewesen, wo alles hat sich in meinem Leben um das gedreht und das ist einfach weg gewesen. Und darum ist es nachher ja, halt so schwierig gewesen, eigentlich, hey, and what now? Mhm. Also du bist zurückgekommen und hast komplett auch neue Sinnhaftigkeit, auch einen neuen Lebensinhalt in dem Sinne müssen suchen. Die 3 Wochen Afrika, eben, da hast du sicher mal Abstand gewonnen. Und du bist zurückgekommen und hast die Sinnhaftigkeit gehabt, alles gut, oder was ist? Nein, ich bin zwar motiviert gewesen, aber ich dachte, ja, es kommt schon gut. Und das ist meine natürliche Dinge. Ich habe schon dann gemerkt, eigentlich, wenn ich nicht mehr Hockey gespielt habe, also das Positive kommt wieder. Ja. Ich bin nachher eigentlich zurück heimgekommen und eigentlich positiv, einen Tag positiv und nachher, und jetzt was? Mhm. Also, aber es ist alles weg gewesen. Ich habe einfach nichts gehabt. Was hat das ausgelöst? Wo mich natürlich unterstützt, aber und ja, ich einfach, bin ja total in das Loch gegangen und hatte Zusammenbruch und Depressionen und Medikamente und Nebenwirkungen und dann habe ich wirklich so einen Teil von meinem Leben angefangen, wo sehr, sehr schwarz war. Aber ja, wo mich auch zu dem gebrungen hat, wo ich heute bin. Also ein dunkler Moment, wo du reingehalten bist und du gehst ja sehr offen auch mit dem und du hast ja nicht allein in dem Sinne aus dem herausgefunden, Wellen herausfinden, sondern du hast dich irgendwann auch entschieden, ich nehme jetzt Hilfe in Anspruch. Ja, weil aber ich sage immer, wir müssen über diese Sachen reden, wo wirklich da sind, die Sachen, die uns beschäftigen und die Sachen, die uns weh machen. Weil ja, nur eine Sache, einen Schritt weiter, wenn ich diese Sachen aber weh mache und anspreche. Und für mich war es einfach, hey, das ist einfach too much für mich. Ich komme nicht allein zu da raus. Ich brauche Hilfe. Und das war für mich damals recht ein grosser Schritt gewesen, wo viel Mühe gebrungen hat. Mhm. Oder wo viel Mühe gebraucht hat, sage ich mal. Mhm. Und aber ja, das einzige Richtige. Weil ich im Hockey zum Beispiel habe ich auch immer einen Coach gehabt, der mir gesagt hat: Hey, weißt du, das nächste Mal spiele ich den Puck Dave und dann gehst du vorchecken und dann probierst du von der Seite zu nehmen. Mhm. Jemand, der mich ein bisschen geguided hat, oder? Jemand, der mir gesagt hat, in welche Richtung gehen und wie reagieren und wie verhalten. Mhm. Und jetzt habe ich einen Coach für mein Leben gebraucht. Mhm. Mhm. Also, ja. Was heißt? Wieso hast du das Gefühl, dass es heute auch immer noch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern nicht bei allen, aber doch an vielen Orten, heute immer eben schon viel weniger als damals noch, aber wieso ist das so ein bisschen ein Stigma? Wieso hat man da so ein bisschen Mühe, mit dem auch offen umzugehen? Ja, ich brauche Hilfe. Ich bin in einem dunklen Loch. Eben, du redest von Depressionen auch, von einem Zusammenbruch. Wieso haben Menschen damals, heute vielleicht ein bisschen weniger, so Mühe mit dem? Wieso ist das so ein Stigma? Ja, also es ist schwierig zu sagen, ich weiß nicht genau wieso, aber ich finde einfach, das Tabuthema müssen wir unbedingt brechen, weil es würde so viel, oder man sagt natürlich Schwäche, und Schwäche ist heutzutage alle super und alle gute Jobs und jedes cooles Auto und was auch immer. Mhm.
man zeigt Schwäche und man zeigt, dass man verletzlich ist. Und ja, das passt vielleicht nicht in jedem scheiß Schema drin. Aber das ist die Realität. Und ich würde das gerne ein bisschen enttabuisieren, dass man sagt, hey, oder mit meinem Auto, wenn ich ein Problem habe, ich habe keine Ahnung von Auto. Und einfach irgendwo in die Garage und dann mache ich das Telefon und sage, hey, lass das blinken da. Ich bin wirklich Katastrophe. Ich habe gestern meinem Garagist angerufen und gesagt, hey, es blinkt. Nachher hat er mich schnell durchgegangen und jetzt habe ich einfach ein Liter Öl Long Life da müssen anfüllen. Und, okay. Ja, aber... Hast du gefragt? Ja. Aber wenn ich etwas habe mit mir, mit meiner Psyche oder meinen Gedanken nicht mehr mitmachen, wenn ich nicht mehr weiss, wie ich morgen aufstehe und ein Ziel zu haben oder einen Grund zum Leben, dann suche ich mir Hilfe, dann frage ich auch jemanden. Mhm. Und das war wirklich für mich die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Die beste Entscheidung, eben... Hilfe auch in Anspruch zu nehmen, Schwäche können zeigen, Verletzlichkeit auch können zu zeigen. Ich meine, du warst in einem knallharten Sport. Es ist eben natürlich ein bemerkenswerter Schritt, auch eben, was du da gemacht hast. Wie bist du so im Moment oder mit so einem Moment umgegangen? Ich meine, du selber hast ja für das, was passiert ist, nichts können. Du bist über die Straße gelaufen, du bist angefahren worden. Die Person, die dich angefahren hat, war ja auch noch alkoholisiert. Da kommt ja doch ein bisschen eine Packung zusammen. Und für dich hat das ja sehr einschneidende Momente gegeben. Du sagst, ich bin in ein Loch gefallen. Da ist sicher auch viel Trauer, viel Bedauern dabei. Hat es auch mal Wut gegeben auf den Moment, auf die Person? Oder? Ja, es ist natürlich schon nicht ganz einfach gewesen. Aber Wut zum Beispiel auf die andere Person hat es eigentlich nicht wirklich gegeben, weil wenn ich mich zurückgekämpft habe, wenn ich bei mir jetzt ein Bier gespielt habe, bin ich natürlich auch schon professionell begleitet gewesen. Und ich hatte viele so Phasen gehabt, wo alles in den Hintergrund liegt und alles ist negativ und alles, jeder nervt und jede Situation ist einfach nur Scheiße und wo du einfach nicht mehr weiterkommst. Und ich habe das mit meinen Therapeuten besprochen und die haben mir gesagt, hey, nach mehreren Gesprächen, ich glaube, du musst loslassen, du musst vergeben, das frisst dich auf. Der Gedanke, hey, die mich überfahren hat, ja, und ich habe dann nachher wirklich einen Schritt gemacht, und habe sie zu mir eingeladen. Ich habe damals noch in Düdingen gewohnt. Habe sie eingeladen und gesagt, los, komm bitte zu mir vorbei. Und die ist zu mir vorbeigekommen und ich habe, ja, es ist ein spezieller Moment gewesen halt. Es war ein anderer irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Und das letzte Mal, wenn sie gesehen hat, hat sie von hinten überfahren. Das war recht speziell gewesen. Aber ich habe ihr nachher auch gesagt, los, sie sind hier, weil ich will ihr sagen, dass ich ihr vergebe, dass sie gut, dass sie okay, so wie sie. Und ich will das schöne Leben in die Hand nehmen und vorwärts gehen, und dass ich mein Leben in die Hand nehme und vorwärts gehe. Und das ist, aber die mich abgeschaut, weißt du, das war für die auch speziell. Ja. Ich habe für mich einfach gewusst, ich kann nicht jedes Mal nicht vorwärts kommen oder ich kann nicht jedes Mal zurückwerfen werden, weil ich irgendwie negative Gedanken habe. Und so nach 3-4 Tagen habe ich dann wirklich gemerkt, so, hey, oh, ich habe so ein Licht in mir, weißt du? Und ich gemerkt, dass es irgendwie langsam, dass ich mit dem abgeschlossen habe. Und dass ich wieder, aber am Schluss ist es nicht darum gegangen, dass sie Vergebung verdient, sondern dass ich das Recht auf Frieden habe, dass ich wieder vorwärts gehen kann. Und das ist für mich
ja, wie der andere Moment auch sehr, sehr wichtig war. Ja, also in dem Sinne auch Vergebung, etwas hinter sich können lassen, als eine Form von der Selbstheilung, dass man auch wieder irgendwo einen Schritt weiterkommt. Ja, halt auch irgendwo eine Zukunft sich selber auch ermöglichen kann. Und die Zukunft, die hast du ja auch ermöglicht. Also auch eine Gegenwart in dem Sinn, kann man sagen. Was machst du heute, Kevin? Heute tue ich eigentlich, oder? Ich habe von meiner Geschichte, die nicht alltäglich ist, wo recht speziell ist, wo viele Sachen drin Platz haben, oder wo ich Platz gefunden habe, wo ab Akzeptanz, Vergebung, Zielsetzung, Selbstdisziplin, Eigenverantwortung, keine Ahnung, loslassen und wieder neue Ziele setzen und positiv sein. Und von diesen ganzen Sachen tue ich eigentlich heute Leute, Unternehmen, Sachen erzählen. Ich habe schon ein paar spannende Sachen als Speaker gemacht. Zum Beispiel eine Business-Schmiede, wo ich dich zuerst kennengelernt habe. Sascha, das war lustig. In Cham, gell? Ah, ja, genau. Ich bin zuerst noch auf falschen Ort hergefahren. Und habe einen TEDx-Talk kennengelernt. Und das ist recht spannend gewesen. Ich habe interessante Leute kennengelernt. Und aber dahinter echt grundsätzlich von meiner Geschichte, von meinen Learnings, was ich ausgelernt habe, Unternehmen erzählen. Und so konkret, so in welchen Situationen soll ein Unternehmen oder ein Team und so sagen, hey, ich glaube, in Kevin seine Geschichte, die wollen wir jetzt mal hören. Wir wollen aber auch hören, wie er den Rang gefunden hat, wie er eine neue Sinnhaftigkeit gefunden hat, wie er heute auch in Situationen mit der Vergangenheit umgeht und sich auch eine neue Zukunft geschaffen hat. In was für Situationen sollen sich Unternehmer oder Teams bei dir melden? Ich muss sagen, ich habe eine Firma gegründet, die heisst Sorka. Sorka, ja. Also, sagen wir immer, hey, Sorka. Ja. Und dann sagt jeder, hey, mach's gut, Sorka. Aha. Und für mich war das Thema, hey, ich habe WM gespielt, weil ich mir eine Sorge hatte. Ich war depressiv, besonders Uni nach, und bin da rausgekommen, weil ich mir eine Sorge hatte. Klar, Unterstützung von meiner Liebe und so ist natürlich nicht zu vergessen, aber ich sage, ich habe mir eine Sorge und bin da rausgekommen. Und darum der Name Sorka. Also es gibt keinen anderen Namen für meine Firma oder für mein Unternehmen. Und ja, ich habe ein Modell entwickelt, eigentlich, wo erzählt oder wo aufzeigt, was ich genutzt habe, um wieder da zu stehen, wo ich heute stehe. Also ein Modell, wo sagt, wenn ich am schnellsten zu meinem persönlichen Erfolg komme. Da war für mich zum Beispiel der Mensch im Zentrum. Mit vieler Energie, Bewegung, Dynamik. Und wenn alles irgendwo zusammen stimmt mit dem Umfeld, hey, wenn man mit einem kleinen Teil vom persönlichen Erfolg steht. Und von dem erzähle ich heute. Aber das muss nicht mal ein spezieller Anlass sein, wenn irgendein Unternehmen oder Firma sagt, hey, das ist sicher eine coole Geschichte mit vielen wichtigen Punkten, dann soll mich kontaktieren und ich komme gerne meine Geschichte mit diesen Learnings erzählen und erkläre auch mein Modell, was mir genützt hat. Also muss ja nicht heißen, dass es alle nützt, aber ich habe das Gefühl, dass jeder irgendeinen Teil, einen kleinen Happen von meiner Geschichte kann mitnehmen für sich selber. Ja, ich glaube auch, ich meine, ich habe dich jetzt auch erlebt, wo wir uns kennengelernt haben, aber auch in unseren Gesprächen, die wir hatten, was ich wirklich auch bestätigen kann, also auch ich, die jetzt hier zuhören, was er bekommt, ist extrem authentisch. Also Kevin ist, wie er ist, und wenn er auf der Bühne plötzlich das Gefühl hat, er muss einen Schluck trinken, dann macht er das und kommentiert es auch ganz sympathisch. Weiß ich noch. Ja, das weiß ich noch. Und ich glaube, das ist auch das, was wirklich ausmacht. Also ich kann das wirklich unterstreichen. Man kommt da wirklich ganz eine tolle Geschichte über.
Und auch Eindrücke. Und ich glaube, das beste Beispiel von einer Geschichte oder von einem Modell ist ja immer auch der Mensch selber, der sagt, nach dieser Geschichte, mit dem, was ich gemacht habe, was ich heute erzähle, oder das Modell, das ich bei mir angewendet habe, ich bin das beste Beispiel, dass es funktioniert. Und das gibst du auch in deinen Talks, in deinen Speeches oder auch in einem Workshop mit dem Team und solches ja weiter. Kevin, noch eine Frage. Wir haben von Eishockey geredet. Ich habe gesagt am Anfang, Eishockey ist dein Leben. Mhm. Ist deine absolute Leidenschaft gewesen. Man sieht eben auch auf Bilder, auf Filmen. Also könnt ihr Kevin mal googeln, ihr werdet sensationelle Bilder und auch Filmausschnitte sehen. Man sieht auch die Leidenschaft, den Spirit, den du hast für diesen Sport. Du hast den Sport aufgegeben. Was hat Eishockey heute für eine Bedeutung für dich? Eishockey ist, also ich sehe es natürlich immer noch gerne. Es ist für mich immer noch der coolste Sport. Oder? Es ist schnell und für mich, wo der Hockey kennt, ist natürlich, wenn ein Spieler Böck hat, das sind hunderte Sekunden, wo er schon wieder mit Entscheidungen treffen und schon wieder weiterfahren. Es ist wirklich extrem spannend zum Zuschauen. Aber für mich, ich habe wunderschöne Erinnerungen an das Eishockey, die ich nicht wollte missen. Mhm. Ich habe viele Länder bereist für das Hockey, ich habe wunderschöne Momente gehabt. Aber heute hat natürlich das Hockey ganz einen anderen Stellenwert für mich. Also, aber wenn ich nicht... Ich gehe zum Beispiel gerne eine Flasche Weisse rein und ein Fondue essen vor dem Match und schaue den Match. Und dann gibt es für ihn ein Bierchen mit guten Freunden. Und es ist wirklich ein soziales Event. Und Leute wieder treffen. Und, aber total, total im Frieden. Mhm. Es ist bemerkenswert. Eben, du hast jetzt ein paar Punkte ja in unserem Gespräch aufgezählt, wo dich dazu zu dem gemacht haben, wo du heute auch bist. Nämlich ein Mensch, der in einer tiefen Sinnhaftigkeit von dem, was er macht, auch lebt. Wo im Reinen ist mit dem, was passiert ist, mit der Vergangenheit im Reinen ist. Wo eben auch sich wieder hergekämpft hat, wo Hilfe in Anspruch genommen hat, wo vergeben hat, notabene. Und eben die Beziehung, die er beendet hat, zu dieser Beziehung nicht alle Brücken abgebrochen hat, sondern heute immer noch ein Verhältnis pflegt, eben zum Eishockey, wo du kannst sagen, so stimmt es für mich, einfach in einer anderen Form, in einer gesellschaftlichen, schönen, guten Form. Und mitreden wirst du definitiv immer können, wenn es um den Sport geht, habe ich das Gefühl. Ihr habt jetzt in den letzten plus minus 30 Minuten, wir haben, glaube ich, ein bisschen länger geredet, aber das soll hoffentlich auch so sein, gehört, was in Kevin seine Geschichte ist, was ihn zurückgebracht hat, wieder auf den Weg gebracht hat, zu dem hat werden, was er heute macht. Also wenn ihr selber in eurem Unternehmen oder in eurem Team oder einfach für eine Veranstaltung mal wirklich Inspirationen sucht, eine authentische Geschichte, aber auch ein Mensch, der hersteht und offen und ehrlich über das redet, was er erlebt hat und wie er daraus rausgekommen ist, aus einer tiefen Krise rausgekommen ist, wie er aber auch heute schafft. Wenn ihr interessiert sind an Kevin sein Modell und ihr habt das beste Beispiel jetzt hier gesehen in den letzten Minuten, wo wir miteinander geredet haben, dann buche ich ihn, nehme ich mit ihm Kontakt auf. Ich tue unten in den Shownotes alle Links, relevante Links rein. Sicher am einfachsten geht es über www.surka.ch. Nutze die Gelegenheit, nehme mit dem Kevin Kontakt auf. Es wird ein absoluter Mehrwert sein, wenn es gewillt mal. Da brauchen wir jetzt mal jemanden, der auch Spirit bringt, Hoffnung bringt, gute Vibes bringt und vor allem Authentizität bringt. Kevin, ganz herzlichen Dank. Eines mehr. Es ist ein toller Moment, mit dir zu reden. Schön, dass du dir Zeit genommen hast an dem heutigen Tag. Wie es sich gehört, das letzte Wort, das gehört immer meinem Interview, mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin, oder du bist jetzt mein Gesprächspartner, gell? Und das möchte ich jetzt auch dir gerne hören. Kevin, was sind deine Worte, die du mit diesen Frauen und Männern, die jetzt das werden hören, noch mit auf den Weg möchtest geben? Zuerst einmal, merci vielmals, Sascha, für die Möglichkeit. Es ist immer eine Freude, mit dir zu quatschen. Und euch merci für das letzte Wort. Das ist natürlich eine Ehre für mich. Ja, das letzte Wort. Gut, steht auf meiner Website. Das ist das, was ich probiere zu leben. Und
wenn ich einen Satz kann ich sagen, ist es, verschwende keine Energie, um Sachen zu verändern, die du nicht beeinflussen kannst. Tu das verändern, was du kannst. Das, was in deinen Händen liegt. Und ja, und dich daran Sorge haben. Danke vielmals, Kevin. Wer ist der Sascha?